Live-Talk-Radio 0800 220 5050. Domian im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Freie Themennacht, wie immer mittwochs. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder unter der bekannten Mailadresse. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Verena und ist 20 Jahre alt. Hallo Verena. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich weiß nicht wirklich, wie ich da anfangen soll. Ich habe vor 5 Wochen ungefähr jemanden im Internet kennengelernt und habe mich auch circa 5 Tage später mit ihm getroffen. Mhm. Ja, wir haben uns abends getroffen. Am Bahnhof, also er wohnt in einer anderen Stadt, 20 Minuten von mir weg und er hat mich auch abgeholt und wir haben uns auch ganz gut verstanden und sind dann zusammen in eine Cocktailbar gefahren. Ja? Ja, und nach dem ersten Cocktail ging es mir auch noch super, dann bin ich zur Toilette gegangen und von da ab habe ich einen Filmriss. Also am nächsten Morgen bin ich bei ihm wach geworden und bin sofort nach Hause gefahren. Mein Bruder hat mich sofort ins Krankenhaus gefahren und es kam später raus, dass er mir LSD in meinen Cocktail reingeschmissen hat. Also ich habe wirklich einen absoluten Filmriss. Ich weiß, dass ich wohl mit ihm geschlafen habe. Er hat mich am Anfang gefragt, ob ich das will. Ich habe Nein gesagt. Mhm. Und er hat mich wohl ziemlich weich gekocht. Also ich weiß noch, dass er immer wieder nachgefragt hat und ich wohl irgendwann Ja gesagt habe. Mhm. Der Arzt hat auch gesagt, dass das so ein typisches Symptom dafür ist, dass man wirklich willenlos ist, dass man mit einem machen kann, was man will. Mhm. Ja, und das ist mir wohl passiert. Ich bin so ein bisschen stutzig, wenn du sagst LSD. Ich glaube nicht, dass LSD so eine Wirkung hat, aber ich habe gelesen, dass es im Moment, den Namen habe ich vergessen, so eine Art K.O.-Tropfen gibt. Ja, die genau so etwas bewirken, was du gerade erzählt hast. Ja, du hast komplett die Erinnerung verloren an die Nacht. Ja, also das sind circa 4 Stunden, die mir fehlen. Mhm. Die kriege ich vielleicht in einzelnen Bildern zusammen innerhalb von 10 Minuten oder so. Bist du im Krankenhaus auch so weit untersucht worden, ob er dann mit dir geschlafen hat? Nein, das nicht. Also wie gesagt, daran konnte ich mich noch erinnern, dass es wohl noch dazu kam. Aber wie gesagt, wirklich nur so bruchstückartig. Ich kann mich an einzelne Bilder erinnern, mehr aber auch nicht. Und wir haben auch sofort so ein Drogenscreening gemacht. Und LSD ist, soweit die Ärzte gesagt haben, die einzige Droge, die sich nicht mehr nachweisen lässt nach 5 Stunden. Und deswegen gehen die Ärzte eben davon aus, dass es LSD war. Mhm. Ich habe die typischen Symptome gehabt von Angstzuständen über Gleichgewichtsstörungen, Orientierungslosigkeit, Halluzinationen. Also ich habe wirklich das Telefon klingeln gehört, wenn es nicht geklingelt hat. Also was. Also das ist ja eine schlimme Sache. Das ist ja ein hochkriminelles Delikt, was da vorgefallen ist. Ja, hast du ihn angezeigt? Wie? Also ich habe mit dem Arzt darüber gesprochen. Ja. Der Arzt hat zu mir gesagt, ich kann ihm das kaum nachweisen. Es könnte auch jemand aus der Cocktailbar gewesen sein, was ich aber nicht glaube, weil die haben da ja nicht wirklich den Effekt von. Und ich habe ihn danach angerufen, nachdem das klar war, und habe ihm ganz genau gesagt, was passiert ist. Mhm. Habe ihn wirklich drauf angesprochen, habe gesagt, meine Vermutung ist einfach, dass du es warst. Mhm. Und er sagt? Ja, er sagte, er wäre es nicht gewesen. Er wüsste nicht mal, wo er sowas herbekommen würde. Mhm. Es täte mir auch sehr leid, dass mir das passiert ist, aber hat auch danach komplett... Aber hat er denn dann das mitbekommen in der Nacht, dass du so völlig weg warst? Ja, wie hat er sich das denn dann erklärt? Ja, er dachte, die ist einfach so. Also wie gesagt, er kannte mich ja gar nicht. Und ich konnte weder laufen noch sprechen. Ich bin wirklich irgendwelche Treppen runtergefallen. Mhm. Also wenn er nichts damit zu tun hat, angeblich, dann hätte er ja eigentlich in der Nacht einen Krankenwagen alarmieren müssen. Natürlich. Weil er gesehen hat, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Ja, er muss es gemerkt haben. Also er hat mir noch gesagt, ich hätte in der Nacht 3 Asthmaanfälle gehabt, 1 Minute lang kompletten Atemstillstand. Mhm. Und er hat nichts unternommen? Gar nichts. Mhm. Also er sagt... Wie war denn das am anderen Morgen, als du dann aufgewacht bist und er war da, ne? Ja, also ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Ich wurde wach und ich habe gedacht, mein Gott, wo bist du hier? Mhm. Und dann sagte er sofort irgendwas mit, das war alles viel zu früh. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gefragt, was, weil ich absolut nicht wusste, wovon er genau gesprochen hat. Die Erinnerung kam halt wirklich erst später wieder. Mhm. Und dann meinte er nur irgendwas mit, er hätte mich dazu gedrängt und das täte ihm auch sehr leid. Und dann bin ich auch relativ fluchtartig aus der Wohnung da raus und so schnell wie möglich nach Hause. Das heißt, definitiv weißt du nicht, was er mit dir alles gemacht hat? Nein. Es können
Es kann alles Mögliche passiert sein. Ja, also wie gesagt, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir halt miteinander geschlafen haben, dass ich am Anfang Nein, ganz klar Nein gesagt habe, das weiß ich. Und er hat halt immer wieder nachgefragt und irgendwann habe ich Ja gesagt, aber ich kann mich wie gesagt gar nicht dran erinnern. Also ich habe da absolut eine Blockade, ich habe da einen Film. Also du hast irgendwann Ja gesagt? Ja. Aufgrund der Drogeneinwirkung vermutlich. Ich habe vorher nie einen One-Night-Stand gehabt. Ich habe nie mit einem Kerl irgendwas nach einem Date angefangen. Es passt absolut nicht zu mir. Ich habe mich wahnsinnig über mich selber erschrocken. Und Schlimme Geschichte. Ja. Wirklich schlimme Geschichte. Ich habe es hier in Köln aus der Szene. Bist du noch da? Ja. Ja. Neulich auch gehört, dass man das mit Mädels gemacht hat. Wie gesagt, da wurde mir gesagt, das ist eine bestimmte Droge, die kursiert, wo man... schwierig ist ja, sich da zu schützen. Es ist sehr schwierig. Weil man kann ja nicht ständig aus sein Glas gucken. Richtig. Und ich habe auch nicht damit gerechnet. Mein Problem ist jetzt eigentlich, dass ich mir auch wahnsinnige Vorwürfe mache, dass ich denke, wie blöd bist du eigentlich, dass du dich mit einem fremden Mann triffst, den du eigentlich gar nicht kennst. Und ja gut, aber du hast dich in einem öffentlichen Raum mit ihm getroffen. Das war eine ganz normale Cocktailbar. Und Insofern kann man sich auch gar keinen Vorwurf machen. Also es ist ja okay, wenn man sich verabredet, dass man sich dann in einer Bar oder im Café verabredet. Wenn ihr dich jetzt gleich mit ihm privat bei dir zu Hause, bei ihm, das wäre natürlich Wahnsinn gewesen. Natürlich, das wäre bescheuert gewesen. Ich habe auch darauf gestanden, dass das an einem öffentlichen Ort stattfindet. Das war auch für ihn völlig in Ordnung. Und soweit ich weiß, also den Teil, den ich noch weiß, haben wir uns auch gut verstanden und danach ist eigentlich alles weg. Ja, wie lange hast du gebraucht, um dich wieder einigermaßen dann zu fangen? Wie viele Tage? So? Eine ganze Woche. Eine ganze Woche hat das Ganze gedauert. Also 3 Tage lang musste ich mich nur übergeben, saß hier wirklich mit Angstzuständen, habe geweint die ganze Zeit, weil ich damit nicht zurechtkomme. Du hast keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen? Nein. Würde ich machen. Aber was soll ich sagen? Einfach mal die Geschichte so erzählen, wie du sie mir erzählt hast. Vielleicht kommt es ja öfter vor. Vielleicht hilft es der Polizei, irgendetwas rauszukriegen. Vielleicht ist das ein Mehrfachtäter. Man weiß es ja nicht. Schaden kann es ja nichts, wenn du es machst. Ja, also ich habe auf jeden Fall seinen Vor- und Nachnamen. Ich habe seine Handynummer. Und die Sache ist auch noch nicht so lange vorbei. Fünf Wochen, sagtest du, ja. Ich würde zur Polizei gehen. Und wenn du vielleicht damit bewirkst, dass du weitere Straftaten dieser Art verhinderst. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Wenn er das nämlich noch mit anderen Frauen macht, also das wünsche ich wirklich niemandem. Ja, ich würde es machen an deiner Stelle. Und für dich persönlich ist natürlich jetzt... Es ist heftig, du musst jetzt super skeptisch wahrscheinlich sein. Ne? Ja, ich bin einmal sehr skeptisch, also ich habe mich auch jetzt wirklich erst letzte Woche das nächste Mal rausgetraut zum Karneval eben und das war für mich der absolute Horror. Also ich habe mein Glas nirgendwo stehen lassen, ich habe mit niemandem gesprochen, weil ich einfach vor jedem irgendwie Angst hatte. Du stellst dich ja die Frage, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, er hat mit dir geschlafen, hat er geschützt mit dir geschlafen? Ja. Das schon. Das weiß ich. Also ich weiß noch, dass er nachgefragt hat, ob das denn nötig wäre. Und dann weiß ich nur, dass ich irgendwie gezischt habe, ja sicher, du Idiot. Und das war es eigentlich auch. Und also das weiß ich hundertprozentig. Also so ganz bei Sinnen war ich anscheinend doch noch, dass ich das noch rausbekommen habe. Also ich würde an deiner Stelle zur Polizei gehen und einfach mal erzählen. Vielleicht kannst du den Leuten ein bisschen helfen und eventuell an weitere Straftaten dann auch verhindern. Ja. Und hoffentlich, und dir drücke ich die Daumen, dass nie wieder sowas vorkommt. Das ist sehr nett, dankeschön. Glaubst du denn, das ist so meine Frage, gibst du mir in dem Sinne die Schuld daran? Also, weil ich gebe mir die schon wirklich selber, dass ich denke, ich bin da zu naiv. Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, wenn man jemanden im Chat kennenlernt, das passiert 100.000 Mal zur Zeit. Ja. Und wenn man sich dann verabreden will, wo soll man sich anders verabreden als im öffentlichen Raum? Ja. Und du kannst ja nicht, du hast ja überhaupt nicht damit rechnen können, dass dir irgendjemand was ins Glas tut. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und wenn das jemand sehr geschickt macht, sieht man das auch nicht. Man sieht es nicht. Ja, ich war ja nicht mal da. Ich bin ja kurz zur Toilette gegangen, bin wiedergekommen und dann stand der Cocktail da. Ich sehe da keine Schuld bei dir. Wirklich nicht. Alles klar. Liebe Irene, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt geht es weiter mit dem Matthias. Und Matthias ist 21 Jahre alt. Hallo Matthias. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe ein sehr unangenehmes Problem. Nämlich? Und zwar habe ich eine Freundin seit ungefähr jetzt einem Jahr. Und es war auch immer alles recht harmonisch und alles echt schön und echt wunderbar. Und jetzt seit neuestem möchte sie einfach prompt, dass ich mich nicht mehr wasche. Sie möchte, dass du dich nicht mehr wäschst? Sie möchte, dass ich mich nicht mehr wasche, genau. Wo? Überall? Überall, ja. Ja, also am kompletten Körper. Also das heißt, ich komme zum Beispiel von der Arbeit nach Hause. Was machst du? Was machst du vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Ja. Ja, und
das ist auch mit dem Beruf überhaupt nicht, das geht eigentlich überhaupt nicht gut. Mhm. Und ich komme echt nach Hause und sie möchte echt, oder sie hat dann irgendwann mal gesagt, es hat langsam angefangen, oder dass sie dann gesagt hat, ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt duschen gehst. Mhm. Damit hat das Ganze angefangen. Mhm. Und das erste Mal habe ich gedacht, okay, naja, jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber das wurde jetzt echt immer extremer. Mhm. Und dass sie mittlerweile echt möchte, dass ich mich vielleicht mal eine ganze Woche echt nicht dusche oder echt nicht baden gehe. Warum will sie es? Hast du es klar gefragt? Ja, das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz klar gefragt, aber sie will anscheinend einfach, dass ich einfach extrem rieche. Das heißt, sie steht auf den Gestank? Ja, richtig. Das ganz genau. Turnt sie dann irgendwie an? Ja, das turnt sie richtig an, ja. Mhm. Und das ist für mich echt unangenehm. Ich habe jetzt, ich meine, mir ist der Sex natürlich auch wichtig. Ja. Und das Problem ist, ich kann das mit meiner Ausbildung nicht vereinen. Ja klar, wenn du tagsüber im Büro sitzt, kannst du nicht als Stinker dahin kommen. Ja, selbstverständlich. Ein paar Kollegen haben mich schon angesprochen. Und ach, du machst das im Moment? Ja, nicht immer. Ich gehe da manchmal schon heimlich duschen. Hm. Auf wie viele Tage hast du schon gebraucht? Ja, ich glaube, das höchste war jetzt ungefähr 8-9 Tage. Ja, das ist aber viel. Ja, du sagst so, jetzt wirst du mal gerade mal 8-9 Tage. 8-9 Tage ist aber der Hammer. Ja, und es ist auch für mich unangenehm. Hat denn noch keiner was so richtig klar gesagt zu dir? Ja, ein guter Arbeitskollege von mir, der kam natürlich mal zu mir hin. Und ich meine, erst recht jetzt, ich sag mal, auch bei den Haaren oder so. Mhm. Die werden natürlich, ich habe jetzt ein bisschen längere Haare auch. Mhm. Aber fühlst du dich dabei nicht selbst unwohl? Ich fühle mich sehr unwohl dabei. Warum machst du es denn dann? Ja, weil sie mir einfach extrem wichtig ist. Ja gut, aber ich meine, irgendwo sind ja auch Grenzen gesetzt. Wenn jemand einem extrem wichtig ist, heißt das ja nicht, dass derjenige einem diktieren kann, was man tun soll. Wenn sie damit schärfer wird, merkst du das denn, du sagst, einmal waren es 8-9 Tage, das ist ja schon eine extreme Zeit. Ja. Ist sie dann sexuell aktiver? Ja, auf jeden Fall, war auf jeden Fall besser als sonst, also, da kann ich nicht klagen. Und wie magst du das? Schnuppert sie dann besonders intensiv an dir? Und auf jeden Fall, also sie schnuppert wirklich, also es ist schon krass. Mhm. Und ist also für mich auch echt total unangenehm. Das wollte ich gerade fragen, wenn du fühlst dich ja dann schmutzig. Du schläfst mit deiner Freundin und deine Freundin turnt das offensichtlich an. Ja. Ist dir das peinlich? Das ist mir peinlich, ja. Mhm. Ist mir sogar sehr peinlich. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ja, so wär's mir auch. Ja, und ich weiß jetzt einfach gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Na, ich wundere mich, dass du das alles, ohne großartig zu sprechen, irgendwie so mitmachst und dass du laufen lässt. Ja, ich gehe mich ja schon teilweise heimlich duschen, aber das merkt sie natürlich, ja. Mhm. Und dann ist wieder total die Luft raus. Da habe ich keine Chance. Was heißt die Luft raus? Das heißt, dann gibt es keinen Sex? Dann gibt es keinen Sex. Gibt es? Ach, so krass so ist es? So krass ist das. Das heißt, sie will, dass du stinkst und dass ich stinke, genau. Wenn du sauer bist, gibt es keinen Sex? Wenn ich sauer bin, gibt es keinen Sex, genau. Und das war ganz am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, war das nicht so? Das war gar nicht so. Überhaupt nicht? Ja, wir haben uns super kennengelernt, das hat alles super angefangen, überhaupt keine Probleme. Mhm. Und auf einmal, von einem Tag auf den anderen, war das da. Und du hast natürlich auch nie mit ihr gesprochen, ob das früher schon mal war, in anderen Beziehungen? Nee, hab ich noch nicht angesprochen. Und wie sie es bei sich entdeckt hat und so. Mensch, sprich doch mal mit der Frau. Ja. Das ist doch das Erste, was man machen muss, um das erstmal zu kapieren, was da abgeht. Ja. Und dann mach ihr klar, dass es nicht dein Ding ist, dass du dich dabei unwohl fühlst. Ja, und es ist ja auch noch, dass sie eigentlich eine total ordentliche Person ist. Sie wäscht sich immer. Sie wäscht sich immer, genau. Mhm. Also sie mag stinkende Männer. Genau, ganz genau. Mhm. Und ich bin eigentlich auch nicht, ich bin eigentlich da gar nicht der Typ für. Mhm. Ich bin eigentlich ein ganz gepflegter Typ und ich gehe ja morgens auch immer ganz gepflegt zur Arbeit normalerweise. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist das echt, hat das echt überhand genommen. So, du machst etwas, was du nicht gerne machst. Genau. Du läufst Gefahr, dass du auf dem Arbeitsplatz irgendwie schief angeguckt wirst. Ja. Das ist ja nur Grund genug zu sagen, erstmal, nee Mädel, mit mir nicht, ist nicht mein Ding. Wenn dich das jetzt auch anmachen würde irgendwie, dann wäre es ja okay, wenn du mitmachen würdest. Aber wenn es überhaupt nicht dein Ding ist, dann mach es nicht. Und red mit der Frau, red mit deiner Freundin. Aber ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann habe ich ja keine Chance mehr und mir ist das auch wichtig. Ja, aber da muss man doch erstmal drüber sprechen. Du stocherst doch jetzt im Nebel. Ja. Die soll dir das erstmal richtig erklären. Vielleicht ist es ja auch nicht so, dass es dann definitiv aus ist. Aber selbst wenn es so heftig wäre, dass es dann aus wäre, ja, was willst du denn machen? Dann, ja. Das ist ja die alte Geschichte. Wie sehr stellt man sich auf eine andere Person ein? Irgendwo sind die Grenzen ja auch gesetzt, nämlich da, wo man sagt, das ist nicht mein Ding.
Ja, ich denke vielleicht, ich würde mal fragen, vielleicht ist das ja auch nicht ganz gesund. Ich meine, auch erst recht jetzt vielleicht auch unter der Gürtellinie. Ja, klar. Sag ich mal, ist natürlich... Ja, auch, kommt auch noch hinzu. Ja. Ja. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass dir es nicht gefällt. Ja. Also reden und dann konsequent sein. Das ist die Sache. Ja. Mein Lieber, Matthias. Ja, ja. Ich würde gerne mit deiner Freundin mal sprechen. Kannst du ihr mal einen Vorschlag machen, wenn sie Bock hat? Ich würde gerne mit ihr sprechen. Ja, ja. Dann könnte ich vielleicht mal, wie mache ich das denn dann? Dann mailst du uns und dann rufen wir zurück. Ja, alles klar. Okay? Ja, super. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Alles klar, tschüss. Juhu. So, ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch gerne unser Thema für morgen erzählen. Nämlich, das Thema heißt Rot. Das Thema heißt Rot. Und was kann man da alles zu denken? Da kann man beispielsweise Blut zu denken, da kann man Rache zu denken, da kann man Rotlichtmilieu oder vielleicht Leute, die rot werden. Eine ganze Menge, ganz viele Sachen. Unser Thema ist experimentell etwas morgen angelegt. Rot. Alles, was euch zu Rot einfällt, an Geschichten, an traurigen Geschichten, an extremen Geschichten, krassen Sachen wie Zarensachen. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch, vielleicht heute schon per Mail oder dann morgen während der Sendung oder eine Stunde vor der Sendung. So, hier ist Julia und Julia ist 17 Jahre alt. Hallo Julia. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir, Julia? Ja, bei mir geht's darum, dass ich im 5. Monat schwanger bin. Mhm. Und ich nicht weiß, wer der Vater ist. Mhm. Wie kommt also, das? Einmal kommt mein jetziger Freund in Frage. Ja. Oder sein bester Kumpel. Das heißt, du bist deinem Freund fremdgegangen. Richtig. Vor 5 Monaten. Genau. Einmal oder mehrfach? Nur einmal. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Jetzt 11 Monate. Ja. Also war das auch noch relativ frisch, als du ihm schon fremdgegangen bist? Ja, genau. Warum bist du ihm fremdgegangen? Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Und ja, am Anfang war alles super. Dann ist er zu mir gezogen. Wir haben uns nur gezofft. Dann war ich bei ihm. Er ist schon zu dir gezogen? Das heißt, du hast eine eigene Wohnung? Nee, ich wohne bei meinen Eltern. Und er ist dann zu euch gezogen, oder wie? Ja, genau. Ja, genau. Und dann bin ich einmal mit zu ihm gegangen. Dann haben wir uns total gestritten, weil er mir halt sowas an den Kopf geschmissen hatte. Und ich ihm gesagt habe, dass ich nicht gut finde, dass er mit anderen Weibern schreibt. Mhm. Wir reden jetzt von deinem Freund, ne? Von dem Hauptfreund. Genau, ja. Mhm. Mhm. Und hat er mich rausgeschmissen aus der Wohnung und dann bin ich zu seinem besten Kumpel gegangen. Einfach mal so? Einfach nur so, ja, weil ich wusste ja nicht, wo ich hin sollte, weil ich wohne in Berlin und er in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und ja. Ach so, dann konntest du nicht direkt nach Hause fahren, nach Berlin? Genau. Sondern hingst da rum und bist zu dem Kumpel, zu seinem Freund gegangen. Genau, richtig. Den du schon kennengelernt hattest. Richtig. So. Und dann geht man gleich mit dem in die Kiste? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe, er hat mich dann getröstet, dann haben wir auch zusammen was getrunken gehabt und so. Ja, und dann ist es leider passiert. An dem besagten Abend? Genau. Sofort? Oder Nachmittag oder wann auch immer? Genau, also abends war das nachts. Und da gab es auch nicht das Thema Verhüten? Nee. Nee, das macht man da auch alles so. Nee, eigentlich nicht, nein. Aber da ist es dann ohne Verhütung passiert? Ja. Mhm. Du bist doch mit deinem Freund wieder zusammen. Ja. Und ihr habt euch dann wieder versöhnt danach. Er weiß es nicht. Wie, er weiß es nicht? Er weiß nicht, dass sein bester Kumpel auch als Vater in Frage kommt. Nee, naja, aber du hast dich danach mit deinem Freund wieder versöhnt und ihr seid zusammen. Ja. Naja, er weiß gar nicht, dass ich fremdgegangen bin. Ja, das ist mir schon klar, aber du bist, nachdem du fremdgegangen bist, wieder zusammengekommen mit deinem Freund. Genau, ja. Und bist jetzt auch mit deinem Freund wieder zusammen. Richtig. Ihr habt euch vertragen, aber du hast nichts erzählt von der Sache, dass du fremdgegangen bist. Richtig. Mhm. Und der beste Freund hat deinem Freund auch nichts davon erzählt. Nein. Mhm. Und jetzt hast du es hin und her gerechnet, das heißt, es könnte genau hinkommen, eventuell, dass der beste Kumpel der Vater ist. Ja, zwischen den beiden liegt nur ein Tag. Mhm. Deshalb ist das schwer, das auszurechnen. Mhm. Ja, was denkst du jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich
Meine Mutter weiß es auch nicht. Und ja. Hast du mit irgendjemandem darüber schon gesprochen? Nein. Also ich meine, mein Freund weiß zwar, dass ich schwanger bin. Ja. Was sagt der denn zu der überhaupt zu der Schwangerschaft? Naja, er hat sich sehr gefreut. Und ja. Aber es ist alles jetzt ein, über allem liegt ein Schatten. Genau. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren tut. Wie könnte sie reagieren, indem sie sehr wütend ist oder ja, schimpft? Und ja, beschimpfen denke ich mal eher weniger, aber ich denke, sie wird sauer sein und sie wird, ich habe Angst halt, dass sie mich rausschmeißt oder sowas. Ja. Ach, du meinst, so heftig könnte die Reaktion sein von ihr? Naja, ich meine, ich bin ja erst 17 und... Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Ja. Die man irgendwann wird auflösen müssen. Ja, ich weiß. Eigentlich müsstest du deinem Freund sagen, was da passiert ist. Ich finde, dass er dann Recht zu hat. Ja, schon. Aber ich habe Angst, dass ich ihn dann erst recht verliere. Ja, aber was passiert, wenn du es nicht sagst? Ja, ich meine, vielleicht ist er ja auch der Vater und dann vielleicht ist er muss ich ihm ja nicht sagen. Aber vielleicht ist er es auch nicht. Ja, ich weiß. Und ich meine, ihr seid ja damals im Streit auseinandergegangen und er hat dich ja auch rausgeschmissen. Da bekommst du ja schon mal mildernde Umstände. In dem Moment war ja Zoff bei euch angesagt. Ja, aber man macht es eigentlich trotzdem nicht. Man macht es eigentlich nicht und man verhütet wirklich auf jeden Fall. Ja, eigentlich schon. Ja, das ist natürlich wahr. Also, Julia, ich finde schon, dass du mit deinem Freund sprechen solltest. Ich finde schon. Das jetzt einfach mal so auf gut Glück laufen zu lassen, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Vor allen Dingen, du weißt ja auch gar nicht, ob es vielleicht doch durchsickern könnte über den besten Kumpel. Und dann ist es für dich eine ganz blöde Situation, wenn du dastehst und es nicht zuerst gesagt hast. Das ist natürlich eine schwierige Zeit jetzt für dich, das ist mir schon klar. Ja, das ist auch meine Angst, dass sein bester Kumpel ihm das sagt, dass ich mit ihm geschlafen habe. Also. Weiß der denn auch, dass du schwanger bist, der beste Freund von ihm? Ja. Der weiß das? Ja. Und hat der auch schon irgendwie gerechnet, dass es eventuell sein könnte, dass er der Vater ist? Er weiß, dass er eventuell der Vater sein könnte, ja. Ach, so weit ist es schon? Ja. Ja, das heißt, du hast mit ihm darüber gesprochen? Ja, mit ihm habe ich darüber gesprochen. Nein, dann musst du mit deinem Freund sprechen. Also, du weißt ja gar nicht, wie ist das Verhältnis zwischen den beiden Jungs? Naja, eigentlich sehr gut. Also, wir hängen fast jeden Tag zusammen. Eigentlich sehr gut, so. Ja. Das ist ja sein bester Freund, kann man so sagen. Ja. Ja. Also, da ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass durchaus da was gesprochen wird. Man weiß es nicht, aber es könnte ja sein. Aber ich finde, dann musst du jetzt die Karten auf den Tisch legen. Da müsst ihr jetzt alle gemeinsam durch. Das geht nicht anders. So hart das auch ist und so schwierig das auch ist für dich. Ich möchte dir mal gerne meine Psychologin noch geben, Julia, die Anja, die dir auch noch vielleicht auch noch ein paar andere Tipps und Ratschläge geben kann. Und dann legst du bitte jetzt auf und die Anja ruft dich gleich an, okay? Okay. Kann ich noch zwei Autogramme haben von dir? Ja, dann sagst du gleich der Anja deine Anschrift und dann schicken wir das, okay? Okay, gut. Alles Gute. Danke dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Ralf und Ralf ist 21 Jahre alt. Hallo Ralf. Hallo Domian. Hallo Ralf. Was ist dein Thema? Ich bin ganz nervös. mal los. Also ich leide unter ziemlich starken Depressionen, die aus meiner Kindheit herkommen. Ja, und ich versuche jetzt irgendwie mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Ich habe letztes Jahr eine Therapie hinter mich gebracht, die 4 Monate dauerte, die mir auch ziemlich viel gegeben hat. Und jetzt versuche ich irgendwie mit mir klarzukommen. Ja. Du sagst Depressionen, die aus der Kindheit rühren. Ja. Was war da? Ich wurde damals misshandelt, also oft geschlagen oder in mein Zimmer eingesperrt für ein paar Tage. Von deinen Eltern? Genau, ja. Von Vater und Mutter? Hauptsächlich vom Vater.
Das ging über deine ganze Kindheit, das ging durch die ganze Kindheit hindurch? Das fing ungefähr so mit dem 5. Lebensjahr an und dauerte ungefähr 5 Jahre. Da haben sich meine Eltern dann geschieden. Dann hat das auch aufgehört, weil ich ja mit meiner Mutter weggezogen bin. Ja. Und die hatte ich nicht geschlagen und nicht misshandelt? Nein, aber sie war auch nie wirklich für mich da. Also sie hat mich nicht ein einziges Mal in meiner Kindheit in den Arm genommen oder mir gesagt, ob das sie mich lieb hat. Wie kommt oder das? Hast du eine Idee? Ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich mir, vielleicht hat sie selber mich besser gelernt damals. Ja. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, wenn ich mir die Geschwister von ihr so alle angucke. Ja. Gibt es denn noch andere Geschwister? Ja, ein Bruder und eine Schwester. Und hat man... Die sind beide älter. Und haben die genau das Gleiche erleben müssen, wie du es erlebt hast? Also, nee, absolut nicht. Mein Bruder, der war eigentlich fast nie zu Hause. Er war immer unterwegs bei meinem Onkel oder so. Und meine Schwester hatte eigentlich keine Probleme damit, hat sich aber auch nicht wirklich drum gekümmert. Ja. Du warst in einer Therapie, hast du gerade gesagt. Genau. Ja. 4 Monate, das ist ja nicht so sehr lange. Was für eine Therapie war das? Das ging dann halt hauptsächlich darum, die Kindheit aufzuarbeiten. Irgendwie versuchen, mit den Depressionen klarzukommen. Du sagst selbst, ich habe Depressionen. Das ist ja dann schon so eine Art Eigendiagnose. Was bedeutet das für dich, wenn du sagst, ich habe Depressionen? Für mich ist es eine komplette Einschränkung, weil ich bin auch ziemlich ruhig. Und wenn ich dann so unter Gleichaltrigen bin, ich muss dazu sagen, ich habe absolut keine Freunde. Und wenn ich dann irgendwie versuche, welche zu gewinnen, fällt es mir doch ziemlich schwer. Ja, also du lebst sehr einsam, du bist sehr einsam. Genau, aber ich habe eine eigene Wohnung. Und hast du einen Job? Ja, ich hatte bis letztes Jahr hatte eine Ausbildung gemacht, weil die musste ich dann abbrechen wegen den Depressionen, dass ich erstmal Therapie machen konnte. Ah ja. Und konnte die dann auch nicht weiter fortsetzen. Und bist im Moment arbeitslos? Genau, ich fange jetzt aber im Mai oder Juni ungefähr mit einer medizinischen Reha an. Ja. Da war ich vor 2 Wochen zum Probewohnen, das hat mir doch recht gut gefallen und ich denke, dass mich das auch weiterbringt. Ah ja, das heißt, du bist dann weiter gut in betreuenden Händen unterwegs. Wie lange wird diese Reha dauern? Die dauert ein Jahr. Ein Jahr. Aber dabei kann ich dann auch sehen, dass ich beruflich weiterkomme. Also ich will noch weiter Schule machen. Das kann ich dabei auch machen. Das ist dann so eine Art Klinik, psychosomatische Klinik? Genau, ja. Und bist dann wirklich ärztlich betreut, psychologisch betreut und richtig mit allem. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Das ist ja toll, dass man das so eingefädelt hat für dich. Ja, ich habe eine Betreuerin, die seit ungefähr 1,5 Jahren, die kommt ab und zu mal vorbei, redet ein bisschen mit mir. Ja. Ja, und wenn ich die nicht hätte, ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch hier sitzen würde und mit dir reden. Ich wundere mich, wenn du das so beschreibst, wie du so drauf bist und wie du dich fühlst, dann finde ich das ja toll, dass du den Mut hast, hier anzurufen. Das ist ja nicht so leicht. Ja, also ich denke mir, man muss sich damit auseinandersetzen, weil wenn man sich ganz von der Depression auffressen lässt, dann ist man irgendwann gar nichts mehr. Ich würde gerne nochmal in die Vergangenheit gehen. Was war so das Schlimmste, an das du dich erinnern kannst, was dein Vater mit dir gemacht hat? Also, mein Vater ist auch Alkoholiker, muss ich dazu sagen. Und ja, er hat mich halt oft geschlagen. Das war so ziemlich schlimm. Ja, hat er dich richtig verletzt? So stark geschlagen, dass er dich verletzt hat? Ja, also, dass ich jetzt ins Krankenhaus musste, nicht, aber das war schon ziemlich heftig. Wann hast du gemerkt, zum ersten Mal gemerkt, dass du so finster drauf bist, dass du Depressionen hast? Wie alt warst du da? Also wirklich damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, ungefähr vor 2 Jahren. Mit 19 so. Da habe ich mir dann auch direkt eine Therapeutin gesucht. Und mit der konnte ich dann darüber reden. Ja, und vorher, so bis zu diesem Zeitpunkt, wie hast du da gelebt?
Also von den Stimmungen her, war das da auch schon immer wieder sehr, dass du sehr, sehr schlecht drauf warst? Also ich war immer ziemlich niedergeschlagen, habe kaum geredet und war meiste Zeit in meinem Zimmer vom Computer gesessen, mir da meine eigene Welt aufgebaut. Ja. Und dann ist es dann so rausgebrochen und du hast dich dann auch damit auseinandergesetzt mit genau. 19. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass dein Vater dich auch im Zimmer immer wieder eingesperrt hat. Genau, das ging über ein paar Tage lang. Über ein paar Tage ging das? Ja, da gab es nichts zu essen, ich durfte nicht auf Toilette gehen, nichts. Was hast du gemacht, wenn du auf Toilette musstest, wenn du ein paar Tage in deinem Zimmer eingesperrt warst? Das musste ich dann auf dem Zimmer erledigen. Und deine Mutter wusste, dass dein Vater das mit dir macht? Ja. Und die hat es geduldet? Ja, die hat sich nicht drum gekümmert. Das war ja eigentlich scheißegal. Da muss man ja, wenn man in dem Alter sowas mitmacht, Höllenangst haben und schon als Kind zu Tode verzweifelt sein. Ja, das war ich auch. Da bin ich noch immer. Also meine Lebensfreude, die habe ich bisher noch nicht viele gefunden. Aber ich mache mir Hoffnung, dass ich das auch irgendwann schaffe. Ich finde das ganz toll, was du da jetzt vor dir hast. Ich glaube, ich habe da große Hoffnung, dass, ich meine, du hast ja jetzt schon viele Schritte unternommen, das ist ja ein Erfolg, das musst du ja auch als Erfolg abbuchen. Du hast den Schritt nach draußen gemacht, du hast eine Therapie gemacht und du wirst jetzt diese Geschichte ein Jahr machen, das ist schon sehr, sehr viel. Das wird sicher noch ein schwieriger Weg, aber... Glaube ich auch, aber ich glaube, das Schwierigste hast du schon hinter dir, nämlich dich mit der Sache auseinanderzusetzen und den Schritt nach draußen zu wagen. Das denke ich auch. Ja, das glaube ich mit Sicherheit. Du hast heute keinen Kontakt zu dem Vater? Zu meinem Vater gar nicht, zu meinen beiden Geschwistern auch nicht, zu meiner Mutter ein bisschen noch, also nicht so oft. Weiß deine Mutter, wie schlecht es dir geht und wie erkrankt du bist eigentlich? Also ich konnte noch nie gut mit ihr reden. Sie weiß, dass ich krank bin, aber so, dass ich ihr das jetzt erzählt habe, nicht. Also ganz klar gesagt, du würdest schon so ausdrücken, dass dein Vater deine Seele ruiniert hat als Kind. Ja, und meine Mutter war auch ziemlich stark. Und die Mutter auch, also die Eltern, sagen wir die Eltern. Genau. Und du jetzt daran zu leiden hast und zu arbeiten hast. Ja. Was sind deine Träume, Ralf? Du bist 21 Jahre alt, wenn du jetzt ein Jahr in diese Reha-Klinik gehst, du willst da noch was lernen, hast du gerade gesagt. Genau. Was sind so deine Träume? Wo möchtest du hingehen? So, oder wo möchtest du sein? Ich möchte jetzt erstmal die Reha machen. Meinen Realschulabschluss kann ich dabei nachholen. Dann würde ich gerne Ausbildung im sozialen Bereich machen, weil ich kümmere mich doch sehr um andere noch. Ich leite auch Selbsthilfegruppen. Und ja, dass ich da Fuß fasse. Ach, du leitest heute schon eine Selbsthilfegruppe? Genau. Ja, aber hast ja auch Kontakte, da sind ja Menschen, mit denen du dann auch zu tun hast. Dann ist es ja nicht mehr so ganz einsam, das Leben. Ja, aber das ist halt nur, wenn die Gruppen sind. Also außerhalb, weil viele sind auch ziemlich älter davon. Verstehe. Aber nicht wirklich so mein Alter. Also wenn die Gruppe vorbei ist, dann zerstreuen sich alle wieder in die Winde und man ist halt auch wieder alleine. Ja. Du hattest doch wahrscheinlich auch noch nie eine Freundin, ne? Doch. Doch? Ich hatte in der Klinik eine kennengelernt. Ja. Aber das lief dann auch hinterher nicht mehr. Ja, naja gut, ist aber nicht so schlimm. Hast ja noch Zeit genug. Genau. Da muss man sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Ja. Das ist auch nicht so schlimm. Ja. Ich finde, das hört sich alles gut an, Ralf. Wirklich. Ja. Ich finde, das hört sich gut an. Und wenn du jetzt tapfer dabei bleibst, und ich glaube, das tust du, so wie du mir erscheinst, wirst du das schaffen, was du dir als Ziele setzt. Und es ist wichtig, so eine Hoffnung zu haben und auch wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Das habe ich auch. Ja, das ist ganz toll, wenn man dann darauf hinarbeitet. Auch wenn man dann nochmal Rückschritte oder Rückfälle erleidet. Das kommt immer noch vor. Klar, ja, aber wenn man weiß, wohin man will, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man nochmal ein bisschen zurückrutscht. Ja. Dann rappelt man sich wieder auf, um nach vorne zu gehen. Genau. Und hat irgendwann vielleicht das große Glücksgefühl, dann dahin gekommen zu sein, wo man hin möchte. Ja, das will ich auch erreichen. Ich will eigentlich alles besser machen, was meine Eltern gemacht haben. Ja, ja. Also die Chancen hast du dafür, Ralf. Ja. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du es schaffst Danke. Und dass alles gut wird. Mhm. Dass jetzt die
ja, der Klinikaufenthalt, dass der erfolgreich ist und ja, dass du dann auch so berufsmäßig durchstarten kannst. Und dann wird das ganz automatisch auch laufen mit den Kontakten zu Menschen. Und ja, da würde ich mich auch nicht unter Druck setzen lassen. Oder mich selbst nicht setzen. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Du brauchst wohl kein Gespräch mit meiner Psychologin. Du bist ja in guter Betreuung, wie ich es gerade gehört habe. Ja. Lieber Ralf, von Herzen alles Gute und danke dir. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Ralf. Und jetzt geht es weiter mit der Sandra. Und Sandra ist 22. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Was ist dein Thema? Ja, ich bin im Moment sehr verzweifelt, weil ich meinem Freund fremdgegangen bin vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Genau. Und wie lange seid ihr zusammen? Ja, jetzt dieses Jahr 3 Jahre. Mhm. Du bist einmal fremdgegangen? Ja, das ist das erste Mal fremdgegangen, aber mit diesem Mann halt 2-mal. Mhm. Und das ist ein Arbeitskollege, der ist halt... den sehe ich halt auch jeden Tag und das ist auch das Problem. Ich habe mich zwar jetzt nicht in diesen Mann jetzt verliebt und ich liebe den auch nicht, ich liebe halt nur meinen Freund. Mhm. Und aber ich habe total das schlechte Gewissen und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn du sagst, du bist nicht in ihn verliebt, wieso hast du es dann mit ihm gemacht? Weil ich letztes Jahr in ihn verliebt war und irgendwie ich das verdrängt habe. Weil du was? Ich habe nicht verstanden. Weil ich war letztes Jahr in ihn verliebt. Also zwischen der Weihnachtszeit, da irgendwie habe ich so geliebtäugelt mit dem und da fiel er mir so halt so auf und aber ich habe das halt verdrängt und weil er auch immer solche so ankam und das habe ich auch verdrängt, weil ich meinen lieben Freund halt liebe. Mhm. Okay, aber vor 2 Wochen, als das passiert ist, da war auch noch so ein Verliebtheitsgefühl da? Ja, es ist halt so, dieser Arbeitskollege, der hat halt seine Freundin durch einen Autounfall verloren und vor 3 Wochen. Und ich habe ihn halt getröstet, ich war für ihn da und weil ich ihn auch eigentlich sehr gern mag. Und dann saß ich halt mit ihm da und habe ihn halt getröstet und er so, ja, ich bin so froh, dass du da bist. Und dann kam das halt alles so. Mhm. Und jetzt wünsche ich mir, das alles rückgängig zu machen. Mhm. Aber es kam dann auch nochmal ein zweites Mal. Ja, das war auch eine Dummheit von mir und das war irgendwie auch dann... Auch wieder so eine Tröstsituation? Ja, aber auch irgendwie diese ganze Situation, das hat mich da irgendwie auch schon gereizt, aber beim zweiten Mal habe ich dann festgestellt, dass das alles gar nicht so toll ist und der Mann auch gar nicht so toll ist und ich eigentlich das Tollste an meinem Freund eigentlich habe. Mhm. Und meinst du denn, dass dieser Mann auch vielleicht aufgrund seines Unglücks sich jetzt besonders an dich hängt und Hoffnungen hat, da eine neue Beziehung zu finden? Das glaube ich eher nicht, ich glaube nur für den Zeitpunkt halt. Er hat auch selbst gesagt, so eine Frau, wie er halt hatte, wird er nicht finden und er wird auch keine Beziehung aufbauen wollen mehr jetzt in jetziger Zeit halt. Aber er hat halt auch gesagt, dass es halt auch nur ein Ausrutscher war, dass auch niemand davon erfahren sollte, weil wir halt auch Arbeitskollegen sind. Da sind die Fronten relativ klar. Du sagst das und er sagt im Prinzip dasselbe. Ja. Mhm. Und dir ist jetzt durch dieses Fremdgehen klar geworden, wie toll ein Freund ist. Genau. Und er ist halt auch Türke halt und er hat halt auch gesagt, also wenn ich irgendwie mal fremdgehen würde, dann wird er auch Konsequenzen, heftige Konsequenzen machen. Also er hat auch gesagt, dass er mich umbringen würde, wenn ich also fremdgehen würde. Und deswegen habe ich jetzt auch, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Wenn ich ihm das sage, weiß ich nicht, habe ich irgendwie auch Schiss, aber irgendwie habe ich auch total schlechte Gewissen und ich will eigentlich meinem Freund halt sagen können, dass ich eigentlich nicht in fremdgegangen bin. Nimmst du das sehr ernst, die Drohungen? Eigentlich schon. Also, wenn er dich, dass er zumindest gewalttätig vielleicht werden könnte? Dass er ausrasten wird, wahrscheinlich schon. Das weiß ich halt nicht so, aber wenn er sagt, man kann nur viel sagen, ich weiß, aber ja, er ist halt auch schon, wenn man ihn reizt, ein sehr aggressiver Mensch und ich glaube, wenn ich ihn dann so sehr verletze, weil durch seinen Stolz ja auch verletzt ist. Ich weiß nicht, was er da machen wird. Mhm. Aber ich habe halt so ein schlechtes Gewissen und das tut mir auch alles so schrecklich leid. Mhm. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Mhm. Ja, und dieser Kollege, der behandelt mich auch jetzt wie Luft und wir sehen uns ja in der Woche auch mehrmals und das finde ich ja auch irgendwie blöd. Ich komme mir auch irgendwie blöd jetzt vor. Ach, der Kollege behandelt dich wie Luft? Ja, ja, das finde ich gar nicht so toll, weil ich mich jetzt richtig scheiße fühle. Mhm.
Na gut, aber er ist zumindest konsequent und hat somit jeglichen Kontakt unterbunden und ist sehr auf Distanz gegangen. Das ist ja schon mal ganz okay. Genau. Das ist auch weiter nicht schwierig. Lass uns darüber sprechen, wie du dich deinem Freund gegenüber verhältst. Ja. Ich bin sehr hin und her gerissen aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Und ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, wenn er eine solche Drohung ausgesprochen hat. Sodass ich in dem Fall fast dazu neige, Sandra, dass die ganze Sache vielleicht unter den Tisch zu kehren. Ja. Mir ist klar, dass das dein Gewissen ist stark und du würdest dich gerne befreien davon, von dem Schuldgefühl. Aber wenn ich mir gerade mal so ausmale, und man hat ja nun schon einiges in der letzten Zeit so gehört und gesehen und gelesen, würde ich nicht gerne die Verantwortung dafür übernehmen, wenn dann irgendwas passieren würde. Ja, und ich weiß halt nicht, ob mein Freund da auch zugehören würde, dass er halt sowas machen würde. Er ist halt total der Liebe auch und ich bereue das total. Ich meine, du kennst ihn 3 Jahre, du kannst ihn gut einschätzen. Du sagst, er ist aggressiv. Ja, er kann richtig aggressiv auch werden, ja. Ja, er ist auch ein stolzer Typ. Ja. Das heißt, wenn seine Ehre verletzt ist, dann herrschen ganz andere Kategorien. Ja, er sagt, du bist mein Stolz, wenn du mich verletzt, dann ja, wenn du fremd gehst, dann verletzt du meinen Stolz. Und Das heißt, bestenfalls könnte passieren, dass er sagt, und tschüss. Ja, klar. Schlimmstenfalls könnten, das wollen wir uns gar nicht ausmalen, könnten Dinge passieren. Weil er erzählt mir das auch immer, wir haben sehr offene Beziehungen, wir reden eigentlich über alles, über Zukunftspläne, wie sonst was auslaufen oder gehen würde. Und da erzählt er mir auch sowas. Also er meint so, ja, ich würde das so machen. Mhm. Ich würde dich da irgendwo am Baum fesseln und sonst was mit dir machen. Und das sagt er so. Ja. Mhm. Aber das muss dich doch entsetzen, Mensch, wenn du ja, sowas hörst. Ja, das entsetzt mich ja auch. Und er meint so, jeder kann sich da nicht von freisprechen. Jeder kann mal irgendwie durch irgendwas da verleitet werden. Aber er meint so, ja, du weißt ja, wie ich darüber denke, kannst ja so, dann so handeln. Und es ist dir nie gelungen, mit ihm über sowas mal zu diskutieren? Dass das überzogen ist, dass das nicht angemessen ist? Er lässt da gar nicht mit sich diskutieren. Also finde ich sehr schlimm, muss ich ja sagen. Ja. Finde ich sehr schlimm. Also auch wenn es auf der einen Seite ein super netter Kerl ist, wenn sowas Martialisches da auch in ihm verborgen ist, finde ich es erschreckend, wirklich erschreckend. Und wenn das ein Typ wäre, mit dem man normal reden kann, würde ich sofort zu dir sagen, Mensch, beichte ihm die Geschichte, so wie du es mir erzählt hast. Und du verbindest das Ganze ja mit einem riesengroßen Liebeskompliment an ihn, nämlich dass du erst durch das Fremdgehen erkannt hast, was du an ihm hast. Ja. Das würde ich dir raten, wenn das auf normaler Ebene zu besprechen möglich wäre. Und ich finde es sehr schlimm und sehr traurig, dass man nicht so normal miteinander reden kann. Und bin auch so ein bisschen erstaunt, dass du nicht vehementer mit ihm diskutiert hast über diesen Charakterzug in den 3 Jahren. Ja, bislang habe ich dann halt immer gedacht, so ja, der erzählt halt nur. Und wenn, das wird sowieso nicht passieren. Ich gehe ihm ja nie fremd. Ja. Und dieser Typ war halt immer so ein Reiz. Der sieht da gut aus und von außen mit Anzug immer Schnieke. Ja, und dann kam halt der Punkt, wo man das halt alles ausprobiert hat, da kam es halt dazu. Und dann war der wieder uninteressant. Dann dachte ich so, wie doof bist du eigentlich? Und du bist sicher, dass dieser Typ, mit dem du fremdgegangen bist, der wird nichts rum erzählen? Nein, das ist ja, er sagt ja selbst, dann darf keiner was von wissen, sonst würden die ja denken, meine Freundin ist vor einer Woche gestorben und ich gehe danach mit einer Frau ins Bett. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, Sandra. Deshalb bin ich jetzt auch so am Rumeiern. Ja. Eigentlich, wie gesagt, meine Meinung im Prinzip ist eine ganz andere als die ich jetzt sage. Ich mache mir einfach Sorgen um dich und ich finde es schlimm und beschissen, dass man so um die Ecke denken muss, aufgrund der Gegebenheiten. Ich würde wirklich zu dir sagen, halt den Mund. Mhm. Versuche damit irgendwie für dich klarzukommen, erzähl es vielleicht deiner besten Freundin und damit du... Ja, mit der kann ich ja auch noch reden. Ja, und was ist, wenn ich den Typen mal irgendwann heirate, dann mit dem Kinder habe, dann habe ich ja immer noch dieses Geheimnis. Ja, aber du musst grundsätzlich darüber nachdenken, was hast du da für einen Freund, vor dem du fast Todesangst haben musst, wenn mal etwas Gravierendes passiert. Das würde mich, sage ich dir ganz ehrlich, das würde mich auch in meinem Liebesgefühl irritieren. Weil das etwas so Fremdes ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Und ich möchte einfach auch in schweren Konfliktsituationen nicht Angst um mein Leben haben müssen. Ja. Oder um meine Gesundheit. Sondern es muss einfach eine Ebene des Redens da sein. Ja, da ist aber die Liebe größer.
Ja, gut, aber ich meine, du bist ja jetzt ein bisschen wachgerüttelt aufgrund dieses Ereignisses. Ja, ja. Vielleicht siehst du ihn dadurch auch noch wieder ein bisschen in anderen Augen. Ja, im Moment ist er aber super lieb, als wenn er irgendwie was rausgekriegt hat oder irgendwie was merkt. Ich weiß ja auch nicht. Ja, ich glaube nicht, wenn er irgendwas rausgekriegt hätte, dann wäre er nicht super lieb zu dir, so ja, wie du mir geschildert hast. Ja. Also, es ist ja auch wiederum erst 2 Wochen her. Ja. Du kannst das Ganze ja noch weiter auf dich wirken lassen und erstmal nachwirken lassen, was du da gemacht hast. Aber letztendlich wird es an der Grundkonstellation nichts verändern, wie du mir das gerade geschildert hast. Ja, ich habe da mit meiner Freundin auch drüber gesprochen. Wir haben auch was meint die denn? Deine Freundin kennt ihn doch auch, ne? Ja, die sagt auch, halt den Mund. Halt das für dich, Mann, das war nur so. Das ist halt dumm gelaufen und du weißt, was du an ihn hast. Beste Freundinnen haben meistens den richtigen Riecher. Ja. Ja, weil die ganz nah an einem dran sind und die können die Lage ganz gut einschätzen. Ich würde es erstmal auch so sehen, Sandra. Wenn es irgendwie zu krass wird für dich, dann melde dich doch ganz einfach in ein paar Wochen nochmal. Dann beraten wir neu. Ja. Dann melde dich bitte über Mail, dann bist du schneller hier. Ja, mache ich, Domian. Ja. Alles Gute. Ich danke dir. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Rot. Rot. Ich möchte alles mit euch besprechen, was euch so zum Thema Rot einfällt. Ich habe gerade schon Beispiele genannt mit Rache und mit Blut oder mit Rotlichtmilieu und aber da gibt's wahrscheinlich noch eine ganze Menge andere Sachen. Was ihr mit der Farbe Rot so verbindet an Geschehnissen, vielleicht an sehr schönen Geschehnissen oder auch an sehr schrecklichen Geschehnissen. Rot heißt unser Thema und wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch per Mail an oder ruft dann während der Sendung ein. Hier ist Fatima und Fatima ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Fatima. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Und zwar mein Thema geht um eine Beziehung. Mhm. Ich habe vor circa einem Jahr meinen Freund, also meinen jetzigen Freund im Chat kennengelernt und er hat mir vor circa 1,5 Monaten hat er mir dann gesagt, dass er verheiratet ist. Mhm. So, und wie alt ist er? Er ist 30. Ja. Ist er lange schon verheiratet? Der hat jetzt, der hat 2 Kinder und die älteste ist, glaube ich, 10 oder 11. Oh, also schon eine ganze Menge Zeit. Und ich komme aber jetzt, obwohl ich jetzt im Moment weiß, dass er verheiratet ist, ich weiß nicht, ich komme nicht von ihm weg. Vor einem Jahr kennengelernt? Ja. Und vor 1,5 Wochen erst gesagt? Vor 1,5 Monaten. 1,5 Monaten, genau, 1,5 Monaten. Die Zeit dazwischen, wie habt ihr die verbracht? Die Zeit dazwischen, also er kam immer sehr oft zu mir. Ja. Zu ihm durfte ich nicht, weil er immer gesagt hat, ja, die Eltern, die würden das irgendwie nicht akzeptieren, dass er einen Freund, dass er eine Freundin hat und dies und das. Ja, und das hast du so auch geglaubt? Oder warst du da nicht schon ein bisschen skeptisch? Ich meine, er ist 30 Jahre alt. Ja, ich weiß nicht, ich habe ihm irgendwie vertraut und habe ihm auch geglaubt. Wie kam denn jetzt dieses Geständnis zustande? War er irgendwie ertappt worden oder in die Enge gedrängt oder kam es so wirklich aus ihm heraus? Nee, das kam mir aus ihm heraus. Also er hat gesagt, er hätte sich das zuerst nicht so vorgestellt. Also, dass er mich mal irgendwann mal lieben würde und dies und das. Mhm. Und hat er gesagt, ja, das muss ich dir jetzt sagen. Geht so nicht weiter. Und er hat gesagt, ich muss die Wahrheit wissen. Mhm. Und er sagt zu dir, dass er dich liebt? Ja. Ja. Und spricht er auch über seine Gefühle zu seiner Frau? Also, er sagt, er ist, obwohl er verheiratet ist, also die leben noch in einer gemeinsamen Wohnung mit der Frau, hat er überhaupt keinen Kontakt jetzt, weiß ich nicht. Also die leben nur wegen den Kindern zusammen, hat er gesagt. Jetzt hat er es gebeichtet. Wie sieht er denn seine beziehungsweise eure Zukunft? Unsere Zukunft? Er sagt, er hat jetzt im Moment Probleme mit seiner Familie und dies und das. Und dass er sich früher oder später irgendwann mal scheiden lassen will. Früher oder später ist natürlich eine schöne Formulierung. Ja. Was bedeutet das? Hast du genauer nachgefragt? Ja, er hat gesagt, entweder ich soll auf ihn warten, bis er sich scheiden gelassen hat. Ja, aber wann würde das sein? Das weiß ich selber nicht.
In einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Na, das weiß er selber. Das weiß er nicht. Hm. Bist du enttäuscht? Ich meine, ich wäre an deiner Stelle auch erstmal enttäuscht, wenn mich jemand fast ein Jahr lang so anlügt. Das ist ja schon mal ein Hammer. Natürlich bin ich enttäuscht. Also, aber trotz der Enttäuschung weiß ich nicht. Ich verspreche mir immer, wenn ich zum Beispiel zu Hause alleine bin, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dem haben. Aber sobald er vor der Tür steht oder sobald er mich anruft, dann komme ich wieder auf ganz andere Gedanken. Ach so, das ist schon so weit gediehen, dass du innerlich schon zumindest den Wunsch formuliert hast, keinen Kontakt mehr mit ihm haben zu wollen. Genau. Ja, weil, warum? Ja, weil er verheiratet ist und ich weiß nicht. Ich finde, er konnte mir das von vornherein sagen, dass er verheiratet ist. Und nach was weiß ich, 7 oder 8 Monaten sagt er mir dann, dass er verheiratet ist. Es ist sehr lang, ja, finde ich auch. Sehr lang. Ja. Es ist auch feige. Ja. Wenn du schon so denkst, gehe ich mal davon aus, daraus interpretiere ich, dass du dir auch nicht so sehr große Hoffnungen machst, dass sich das sehr schnell verändern wird. Auch, ja. Ne, wenn er jetzt klar gesagt hätte, pass mal auf, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dir die ganze Zeit was Falsches gesagt, ich bin verheiratet, aber die Scheidung ist jetzt angepeilt für Mitte des Jahres. So forsch ist er nicht aufgetreten. Nein. Damit könntest du vielleicht ja noch umgehen. Ja, das stimmt, aber der weiß das selber halt nicht. Wann. Und er, das kann ich mir schon vorstellen, er würde das natürlich gerne irgendwie einfach so weiterlaufen lassen. Da ist Fatima, da kann man hinfahren, da ist nett und die bejubelt einen und große Liebe, toller Sex. Ja. Und zu Hause ist seine Familie mit all vielleicht auch irgendwelchen Annehmlichkeiten, ich weiß es nicht, oder festen Ritualen zumindest. Hat er denn Angst generell auch vor dem gesellschaftlichen Ansehen, wenn er sich scheiden lässt oder wirklich, dass seine Familie irgendwie die Nase rümpft? Also der hat Angst jetzt, so wie er mir das geschildert hat, der hat Angst wegen seinen Kindern, dass er seine Kinder nicht mehr sehen darf, wenn er sich scheiden lässt. Mhm. Und er hat mir gesagt, er muss das erstmal den Kindern beibringen, wie und wann er das macht. Und sobald die Kinder ihn dann irgendwie akzeptieren, dass er sich von der Mutter der Kinder scheiden lässt, wird er sich scheiden lassen. Aber das eine Kind, hast du gesagt, ist 10 Jahre, ne? Oder 11 Jahre? Ja. Und das andere Kind ist wie alt? 8. 8. Gut, das kann dann ja noch wirklich sehr lange dauern, bis er den Kindern wirklich begreiflich macht, was da los ist und so weiter. Ja. Also er wäre nicht, das wäre nicht das erste Paar, die sich scheiden lassen und wo es eine vernünftige Regelung gibt, dass der Vater auch die Kinder sieht. Ja. Ne, das kann man einfach mal so hinstellen und das ist halt so. Jetzt ist für dich natürlich die Situation, wie lange machst du es mit und wie weit lässt du dich noch darauf ein? Du kannst natürlich auch jetzt auch auf Jahre und Jahre und Jahre das fünfte Rad im Wagen sein. Das ist keine schöne Rolle. Das ist auf Dauer eine sehr beschissene Rolle sogar. Und auch eine frustrierende Rolle. Ich habe früher in NRW gewohnt. Mhm. Meinetwegen bin ich nach Niedersachsen gezogen, also 300 Kilometer entfernt. Und trotzdem, der ist jede Woche bei mir. Mhm. Und ich weiß nicht, sobald er vor mir steht oder sobald er anruft, dann wirst du wieder schwach. Ja. Mhm. Aber, ich meine, das Problem ist dir völlig klar. Die ganze Sachlage ist dir klar. Du wirst irgendwann die Entscheidung treffen müssen, halte ich das noch lange aus, setze ich ihm ein Ultimatum und habe ich dann auch die Kraft, das durchzuziehen, was ich dann androhe. Da kann dir eigentlich kein Mensch groß raten. Ich finde nur immer, dass man sowas nicht zu lange mit sich machen lassen sollte. Dass man irgendwann ein Recht darauf hat, dass der Partner sich auch zu einem bekennt. Weil es ist immer diskriminierend, es ist immer verletzend und es ist immer irgendwie frustrierend. Ja. Und da musst du sehen, wie lange du es aushältst. Und das musst du ihm auch so klar machen, dass das jetzt nicht so auf Dauer laufen kann. Man muss ja nicht genau ein zeitliches Ultimatum setzen und sagen, jetzt bis in 2 Monaten oder so. Aber so, es muss schon so eine Perspektive muss da sein. Und vor allen Dingen musst du merken, dass er es auch ernst meint. Und dass er dich nicht nur hinhalten will. Oftmals in solchen Fällen halten die Männer, in deinem Fall ist es ein Mann, halten die Männer dann die Frauen irgendwie so hin und nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin. Das hat er mir auch schon gesagt. Also er hat gesagt, wenn du das nicht willst,
können wir uns auch trennen, hat er gesagt. Aber ich bin damit, ich selber komme damit nicht klar. Er sagt, ich halte dich nicht auf, du kannst gehen, du kannst dir einen neuen Freund aussuchen oder dies und das, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Also der hält mich jetzt nicht da auf und sagt, ich muss mit mir zusammen sein oder ich selber schaffe das nicht. Aber, ja, da sprechen natürlich, da sind zwei Pole. Einmal seine Liebe zu seinen Kindern und die Liebe zu dir. Und da zwischen den Stühlen hängt er. Ja. Es ist natürlich auch ein heftiger Satz, wenn man hört, dass der Freund sagt, naja, wenn du das nicht aushältst oder so, dann kannst du dich auch trennen. Hört man auch nicht so gerne, ne? Denn man hört ja eigentlich lieber, dass der Freund sagt, Mensch, wir werden das irgendwie schaffen. Ich versuche beides unter einen Hut zu kriegen. Und wir schaffen es auch. Hat dich das enttäuscht, dass er das so gesagt hat? Ja, natürlich. Fatima, das ist deine Entscheidung. Du musst es sehen, wie lange du es aushältst. Du musst es sehen. Und wenn er das so schon formuliert hat, wie gerade, dass er das nicht kann und dir quasi sogar den Freibrief gibt zu gehen, mache ich mir da keine großen Hoffnungen für dich, dass in absehbarer Zeit du diesen Mann haben wirst. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man einmal den Schmerz richtig erträgt, als über einen sehr langen Zeitraum des Liebeskummers und des Leidens wegen der Liebe. Mehr kann ich nicht sagen, Fatima. Okay. Alles Gute und eine richtige Entscheidung wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. War Malte Imels und Stefan Weitershagen. Morgen, wie gesagt, heißt unser Thema Rot. Ich möchte gerne mit euch über Dinge, Erlebnisse sprechen, die ihr irgendwie mit der Farbe Rot in Verbindung bringt. Traurige Sachen, bizarre Sachen, vielleicht auch lustige Sachen, sexuelle Sachen, was auch immer. Also, Thema Rot, ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen.